Hier lagert sie, die wertvolle Ware. Und in den Verkaufsraum gelangt die Schokolade schon gar nicht mehr, denn alle Tafeln sind bereits reserviert, für rund 15 Euro das Stück. Doch zum Probieren gibt es hier auch andere, ganz eigene Variationen, wie zum Beispiel die Dubai Praline. Die glitzert ja richtig. Man muss das mal hier ganz nah an die Kamera halten, dass man es mal sieht. Mit leichtem Goldstaub. Mit leichtem Goldstaub. Genau. Und auch das Engelshaar wieder, dieses knusprige. Genau. Hallo, mein Name ist Frank Dreyer. Wir befinden uns in der Konfiserie Dreyer, die ehemalig Arco-Konfiserie. Und hier gibt es die Dubai-Schokolade. Genau. Der Hype um die Dubai-Schokolade hat Hameln erreicht. Denn die Nachfrage ist plötzlich riesengroß. Dubai-Schokolade, oh so fein. Engelshaar und Pistaziencreme rein. Knackig zart, auf jeden Fall. Diese Schoko ist die Krönung im Regal. Genau, das ist so der Rest. Wir haben noch ein bisschen was ergattern können, aber zurzeit ist es wirklich der Rest. Weil es kann kein Hersteller mehr so viel herstellen, wie zurzeit verlangt wird. Auch ein paar Geschäfte weiter in der Hamelner Fußgängerzone gibt es die Dubai-Schoki zu kaufen. Der 100-Gramm-Block aus eigener Herstellung kostet hier 7 Euro. Bevor ich probieren darf, spreche ich mit Ali, der hier fast täglich hinter dem Tresen steht. Hi, Ali Mawassi mein Name, 27 Jahre alt, bin Betreiber hier. Bei euch dreht sich alles um Donuts und um Schokolade und alles, was so süß dazugehört, oder? Richtig, alles, was süß ist. Und jetzt seit neuestem auch um die gehypte Dubai-Schokolade. Warum ist diese Dubai-Schokolade deiner Meinung nach so im Trend? Boah, schwer zu sagen. Ich denke, das Internet, Social Media hat viel dazu beigetragen. Das ist ja heutzutage das Nonplusultra, wie man sagt. Und in der Tat, schon seit Monaten ist das Internet voll mit Rezepten und Anleitungen, wie diese Dubai-Schokolade hergestellt wird. Im Kern der Süßigkeit ist eine Mischung aus Pistaziencreme und feinen Teigfäden, die auch als Engelshaar bezeichnet werden. Das Original gibt es weiterhin nur in Dubai, doch viele dort lebende Influencer haben das Produkt auf TikTok und Co. berühmt gemacht. Und nun hat der Hype auch Hameln erreicht. Und alles, was dort im Internet auftaucht, schafft es auch irgendwann mal in die kleineren Städte oder in die kleineren Dörfer. Ein bisschen später vielleicht, aber dennoch kommt es an. Ne? Die Original-Dubai-Schokolade, wie sie auch bei TikTok zahlreich hergestellt wird, die Originalzusammensetzung sozusagen nach Social-Media-Rezept, das können wir jetzt aber jetzt hier mal testen. Ja, genau. Knackig zart, auf jeden Fall. Diese Schoko ist die Krönung im Regal. Doch wie schmeckt die Schokolade, die Dubai-Schokolade hier in Deutschland bei uns in Hameln? Das ist ja sowieso eh immer irgendwie eine Geschmackssache. Am Ende ist es Vollmilchschokolade mit einer crunchy Pistaziencreme-Füllung. Naja, und wer so etwas Zuckersüßes generell gerne mag, der wird auch zu der Dubai-Schokolade wahrscheinlich sagen, lecker. Dubai-Schokolade, oh so fein. Engelshaar und Pistaziencreme rein. Knackig zart, auf jeden Fall. Diese Schoko ist die Krönung im Regal.